begrüße dich ganz herzlich zu deinem Frühlingssatsang, zu deiner Heiligkeit, zu deiner Freude, ja, zu deinem Gewahrsein des Heiligen Geistes. Und heute wollen wir tatsächlich über den Heiligen Geist sprechen. Und da überlasse ich natürlich gerne meinen Assistentinnen die große Bühne hier und ich gehe gerne ein bisschen an die Seite. Alles blüht, alles grünt und hier in unserem Kraftort des So-Seins wollen wir uns heute mal den Heiligen Geist anschauen. Und dann begrüße ich dich natürlich auch zu deiner Wahrheit. Ihr Lieben, der Heilige Geist kommt immer wieder vor im Kurs in Wundern, unserem wunderbaren Buch, aus dem wir hier lesen. Und immer wieder bekomme ich Anregungen, Fragen, aber auch kritische Sätze zum Heiligen Geist. Was soll ich denn mit dem Heiligen Geist? Wo ist er denn, der Heilige Geist? Ja, ist das jetzt Jesus oder ist das jetzt Gott? Und ist er immer da, der Heilige Geist? Ist er denn auch da, wenn mein Ego mir eine saftige Ego-Attacke beschert? Ja, er ist immer da. Der Heilige Geist ist unser Mittler, Vermittler zwischen der universellen göttlichen Liebe, Gott, und uns, als die wir uns doch als fragmentierter Teil wahrnehmen, als Körperlichkeit, Persönlichkeit. Und da braucht es einen Simultandolmetscher. Aber ganz spannend, dieser Simultandolmetscher ist immer in dir. Also egal, wie du dich mit deinem Ego gerade rumärgerst und rumstreitest, der Heilige Geist ist immer auf Empfang, aber er lässt dich machen. Also der Heilige Geist mischt sich nicht ein, wenn du gerade mit deinem Ego beschäftigt bist. Es ist jetzt nicht so, wie wir eine Persönlichkeit verstehen würden, die sagt, jetzt komm doch mal und lass doch mal das Ego los und schau doch mal, ich bin doch hier, ich bin doch deine Heiligkeit. Nein, es ist die Ruhe, die Stille in uns, die aber von einer gewaltigen Unruhe und Undefiniertheit überlagert wird. Diese Stille, diese Ruhe, unsere Heiligkeit, die immer verbunden ist, die auch im ganzen Herzraum, fünfte Herzkammer, natürlich uns daran erinnert, die Sehnsucht in dir hat einen Grund. Die Sehnsucht nach Liebe, die Sehnsucht nach Geborgenheit, das ist keine Fantasie, die in dir ist, sondern es ist diese Sehnsucht, wieder eins zu sein mit Gott, mit der göttlichen Liebe. Und da brauchen wir genau diese vermittelnde Energie, die uns rausholt aus unserem Ego-Bewusstsein und uns liebevoll lenkt Richtung Quelle. Wir sind immer eins mit der Quelle, mit der göttlichen Quelle, aber leider vergessen wir es immer wieder. Ein Kurs in Wundern schreibt dazu im Übungsbuch, und zwar auf der Seite 438, was ist der Heilige Geist? Wenn du nur wüsstest, wie sehr sich Gott danach sehnt, dass du deine Sündenlosigkeit wahrnehmen würdest. Deine Sündenlosigkeit bedeutet, du kannst gar nicht falsch denken. Es war nur diese kleine Wahnidee, die uns vermitteln wollte, du bist jetzt getrennt von Gott. Und jetzt bist du selbst verantwortlich für all diesen Schlamassel, den du hier erlebst, für all diese Wahnträume. Aber wir sind und bleiben sündenlos. Und wir dürfen uns auch immer wieder sagen, ich bin unschuldig. Ich bin frei von jeder Schuld. Das Ego, dieser abgespaltene Verstand,
versucht uns zwar immer davon zu überzeugen, dass wir jetzt alleine sind, dass wir einsam sind. Spielt auch keine Rolle, ob du jetzt in einer Beziehung bist oder im Single-Status. Es spielt keine Rolle. Aber wir sind sündenlos. Wenn du nur wüsstest, wie sehr dein Vater sich danach sehnt, dass du deine Sündenlosigkeit wahrnehmen mögest, würdest du seine Stimme nicht vergeblich rufen lassen, noch dich abwenden von seinem Ersatz für die furchterregenden Bilder und Träume, die du gemacht hast. Der Heilige Geist versteht die Mittel, die du gemacht hast und durch die du das erreichen möchtest, was ewig unerreichbar ist. Die Geborgenheit, die Sicherheit, die Liebe, die Akzeptanz, die wir hier in der Welt der Dualität niemals finden. Wenn du sie ihm anbietest, dem Heiligen Geist, wenn du jetzt deine Wünsche, deine Sicht der Dinge ihm anbietest, dem Heiligen Geist, wird er die Mittel, die du für die Verbannung machtest, dazu verwenden, deinen Geist dem zurückzuerstatten, wo er wahrhaft zu Hause ist. Der Heilige Geist bringt dich nach Hause, wenn du ihn darum bittest. Diese Heiligkeit in dir wird dann aktiv, wenn du die duale Welt aufgeben möchtest, wenn du tatsächlich sagst, ich möchte nicht mehr zwischen Licht und Dunkelheit unterscheiden, ich bin Licht und ich begreife mich auch als göttliches Licht, als reine Liebe und jetzt erkenne ich, dass die duale Welt eine Illusion ist und dann greift der Heilige Geist ein. Er holt dich raus aus dem Sandkasten dieser Spielereien der Welt und er setzt dich auf den Sandkastenrand. Und dann bist du nur noch eine Beobachterin, ein Beobachter dieser dualen Welt, aber du nimmst nicht mehr Anteil. Und das ist der eklatante große Unterschied, den es aber zu wählen gilt. Von der Erkenntnis, wohin er, der Heilige Geist, von Gott gestellt ward, ruft jetzt der Heilige Geist dir zu, Vergebung über deinen Träumen ruhen und dich der geistigen Gesundheit und dem Geist des Friedens zurückerstatten zu lassen. Ohne Vergebung werden deine Ego-Träume immer bleiben, um dich in Angst und Schrecken zu versetzen. Und die Erinnerung an all die Liebe deines Vaters wird nicht zurückkehren, um dir zu bekunden, dass der Träume Ende gekommen ist. Nimm jetzt die Gabe an. Sie ist ein Ruf von der Liebe zur Liebe, von Gott zu dir, dass sie nur sie selbst sei. Liebe ist Liebe, bleibt Liebe und will nichts. Keine Erwartungen, keine Enttäuschungen, keine Hoffnungen, keine Wartezeit. Liebe ist. Du bist Liebe. Der Heilige Geist ist Gottes Gabe, durch die des Himmels Stille dem geliebten Kind zurückerstattet wird. Möchtest du dich denn weigern, die Funktion Gott zu vervollständigen, zu übernehmen, wenn alles, was Gott will, ist, dass du vollständig bist?
Du bist vollständig. An dir ist nichts falsch. An dir fehlt nichts. An dir gilt es, nichts zu verbessern. Das ist ein Satsang. Komme jetzt in die Ruhe und nimm die Gabe an, die Gott dir durch den Heiligen Geist anbietet. Wir können nicht direkt jetzt vom Ego-Bewusstsein in das göttliche Bewusstsein wechseln. Wir brauchen dazu den Heiligen Geist, der uns den Weg zeigt, der uns durch die Stille leitet, der uns die Zuversicht wiedergibt und die Ruhe und die Gewissheit. An dir ist nichts Sündiges. Und das machen wir in unseren Satsangs jetzt im Landgut Burg, Anfang März, Mitte März im Allgäu, in Kisleck und dann natürlich wieder in Österreich, in der Schweiz. Und bitte melde dich an und beginne zu praktizieren. Es ist unbeschreibbar schön, in der Gemeinschaft diese Kraft, diese Liebe, diese Göttlichkeit in dir zu erfahren. Sie ist in deinem Herzen. Und du bist eins in Gott. Nichts und niemand kann dich trennen. Es gibt keine Sünde. Und das zu erfahren, das ist wahrhaftige Erlösung. Dazu lade ich dich ganz, ganz herzlich ein in die Community, in die Ausbildung, in die Satsangs. Denn wenn nicht jetzt, wann dann? Die duale Welt begreifst du als Illusion und du kannst sie loslassen. Du brauchst sie nicht mehr. Du beobachtest nur noch und du nimmst nicht mehr Anteil. Du nimmst die göttliche Gabe an. Und das macht in der Gemeinschaft viel mehr Freude als alleine im stillen Kämmerlein für sich allein. Alles, alles Liebe, wir sind eins. Und natürlich sage ich auch heute, leicht leben lohnt sich. Es ist ein Kuss im leichten Leben. Beginne jetzt. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir alles, alles Gute mit dem Kuss bei deiner Erlösung. Und du erkennst, das Ego ist ja nur eine Illusion. Alles Liebe für dich.